Hallo meine Lieben, heute geht's mal wieder los nach Duisburg zum Spiel MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück in der Schau ins Land Reisen Arena. Hoffentlich war das jetzt richtig. Und wir werden uns da treffen mit Dustin und einem seiner Kumpels und hoffen mal auf einen Sieg für Duisburg. Letztes Mal wurde mir gesagt, ich habe Duisburg Glück gebracht, denn sie haben gegen Braunschweig gewonnen. Mal sehen, ob das heute auch gegen Osnabrück geht. Wobei ich auch die Osnabrücker sehr sympathisch finde, das darf ich den Duisburgern aber nicht sagen. In diesem Sinne sehen wir uns dann gleich in der Arena. So, und wir sind jetzt an der Schau ins Land Arena mit den beiden Kollegen hier. Schau ins Land Reisen Arena. Oh, Entschuldigung, Schau ins Land Reisen Arena. Wie spielt denn heute der VfL? 3-2 Duisburg. 2-1 Duisburg. 2-1, also gewinnt Duisburg heute? Ja. Habt ihr hohe Hoffnungen? Nein. Auf welchem Tabellenplatz seid ihr? 18. Das heißt, ihr steigt ab, wenn ihr verkackt, wa? Ja. Ja. Steigt ihr ab diese Saison? Nein. Doch. Wie? Wir schaffen das. Wir haben alle keinen Bock. Alles klar. Also, hohe Hoffnungen von unseren Duisburgern heute. Ja, auf einmal Busse. So, die beiden Teams sind jetzt schon auf dem Platz am Trainieren. Das werde ich sagen, ne? Aber die Kamera von Reifen ist besser als Pflaster. MSV! Duisburg, unsere Stadt, wird alles geben wollen. Menschen, wir wohnen. Ich hab auch Lust, aber alleine zu.
denn da? Er weiß, dass er in die falsche Richtung läuft. MSV! MSV! Vielleicht spielt der Torwart gar nicht bei Osnabrück, sondern bei Bayern München, heißt Manuel Neuer. Der denkt auch, der ist Abwehrspieler. Hört das noch was? Wird das Spiel vom VfL gegen den MSV jetzt abgebrochen und ja, das ist mir fast kein Platz in Fußball. Definitiv nicht. Wir wollen es uns kaputt machen.
wenn man jetzt auch noch boot. Ja, das war ein kurzer Ausflug nach Duisburg. Keine Ahnung, was man dazu jetzt noch sagen soll. Rassismus gehört nicht in den Fußball. Punkt. Ich wollte gerade sagen. Was sagt ihr? Scheiße. Schwache Leistung von ihm. Man kann nichts sagen dagegen. Was sagt ihr zum Spielabbruch? Verständlich. Verständlich, aber auch schade. Ja, aber auch was? Schade. Schade, ja. Schade. Niederlage. Ja. Seid ihr sauer? Ja. Ja. Auf wen? Auf den Team. Auf den Team. So, wir sind jetzt wieder zurück. Ich hatte jetzt gerade noch eine halbe Stunde Zeit, nochmal über das Geschehene in Duisburg nachzudenken und bin halt immer noch beim selben Entschluss wie vorher. Rassismus hat im Fußball nichts verloren. Dieser Sport kennt keine Herkunft, dieser Sport kennt keine Religion, dieser Sport sollte auch keinen Rassismus kennen. Für jeden Menschen, der meint, Affenlaute machen zu müssen und sich dann zu wundern, dass sich Menschen mit einer anderen Hautfarbe angegriffen fühlen, bitte löscht dich. Geh dich begraben. Hast es verdient. Ich kann jeden Duisburg-Fan verstehen, dass er jetzt sauer ist und enttäuscht. Aber ich kann auch sehr gut den Osnabrück-Spieler verstehen, dass er gesagt hat, ich möchte nicht weiterspielen. Das sind jetzt 3 verlorene Punkte für Duisburg. Aber das ist nicht die Schuld vom VfL, sondern die Schuld von den eigenen Fans. Rassismus hat im Fußball keinen Platz. In diesem Sinne, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video.